Hallo, ich bin Lia und ich hätte gerne Ihnen ein paar Fragen gestellt zum Klimawandel. Meine erste Frage wäre, was denken Sie über die Klimasituation? Wir merken ja aktuell jetzt gerade in diesen Wochen, wie heiß es wird. Und das ist natürlich etwas, was uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel mehr droht, dass eben die Erderwärmung voranschreitet und wir auch zu längeren Hitzeperioden im Sommer, auch in Norddeutschland, kommen werden. Und das ist natürlich auf vielfältige Art und Weise problematisch. Und deswegen ist extrem wichtig, dass wir die Klimakrise bekämpfen, indem wir unser Wirtschaften, unser Leben, unser Arbeiten umstellen und klimaneutral leben. Das ist der eine wichtige Punkt. Und andererseits wird es eben zu klimatischen Veränderungen kommen, denn es ist zu spät. Also die Generation vor mir im Grunde genommen hat da politisch versagt. Dementsprechend werden wir mit klimatischen Veränderungen leben müssen. Und es geht deswegen auch darum, unsere Städte und unser Zusammenleben klimaresilient umzugestalten, sodass wir ja auch in Zeiten der Erderwärmung noch gut leben können und uns anpassen an die Veränderungen und eben zeitgleich dafür zu sorgen, dass diese Veränderungen so stark begrenzt werden, wie es irgendwie noch möglich ist. Machen Sie denn persönlich in Ihrem Alltag jetzt etwas, um die Situation zu verbessern? Ich glaube, ich bin sogar, also ich bin Mitte 30 und ich gehöre wahrscheinlich sozusagen der ersten Generation an, die tatsächlich mit einem Bewusstsein der Klimakrise in ihr Erwachsenenleben gestartet ist. Noch nicht ganz so stark wie jetzt sozusagen die Fridays for Future Generation. Aber ich habe erst gar nicht ein Auto angeschafft, was ich abschaffen muss. Ich bin seit ewigen Zeiten Vegetarierin und das eben auch vor allen Dingen aus Klimagesichtspunkten. Das ist ja auch die Frage, warum bleibt man eigentlich Vegetarierin? Und da war schon eben ein großer Punkt, dass natürlich Massentierhaltung ein großer CO2-Faktor ist und dass eben auch mein Beitrag ist, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ansonsten, ich habe zwei kleine Kinder und man macht sich natürlich schon oft Gedanken, in was für einer Welt werden die eigentlich in der Zukunft leben. Und ja. Also es gibt den ganz alten grünen Spruch, wir haben unsere Erde nur von, also wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Und das ist natürlich etwas, was jetzt erst Einzug in politisches Handeln erhält, was echt dramatisch ist. Was macht und plant denn die Stadt Hamburg, um den Klimawandel zu verzögern bzw. ihre Emissionswerte zu verringern? Genau, also aktuell wird der Klimaplan der Stadt überarbeitet. Wir hatten recht früh ein Klimagesetz und recht ambitionierte Pläne, die aber schon recht schnell zum Glück nicht mehr State of the Art waren und wo alle jetzt wissen, das ist nicht ambitioniert genug, um die Klimakrise aufzuhalten. Deswegen, da war auch extrem wichtig, dass eben es diesen Druck von der Straße gab. Genau, also es wird der Klimaplan überarbeitet, sodass wir deutlich vor 2050 klimaneutral als Stadt sind und insbesondere sollen die Reduktionsziele, die wir bis 2030 einhalten wollen, was immerhin nur noch 8 Jahre sind. Am Ende ist es natürlich nur der hamburgische Beitrag und das wird das Klima nicht retten. Dementsprechend brauchen wir eine kraftvolle Klimaschutzbewegung weltweit, sodass wir ja, ein gutes Leben für alle in der Zukunft auf dem ganzen Planeten sichern können. Was verursacht denn in Hamburg die meisten Emissionen, also welcher Bereich in der Stadt? Ein großer Emittent ist die Industrie tatsächlich, aber auch der Verkehr und der Hafen. Das sind so große Bereiche. Und was immer unterschätzt wird, ist der Gebäudesektor, weil der auch schwieriger umzugestalten ist. Wichtig ist aber, dass wir insbesondere auch zu einer Wärmewende kommen. Und dazu gilt es einerseits, die Gebäude besser zu isolieren, sodass wir da weniger heizen müssen. Das finde ich jetzt mit Blick auf die aktuelle Gasmangellage auch nochmal ganz interessant, sich das anzugucken, weil also die alte Bundesregierung hat ja nicht nur verschlafen, die Klimakrise anzugehen und erneuerbare Energien auszubauen, sondern sie haben damit auch eine Abhängigkeit von russischem Gas festgeschrieben. Und hätten wir einfach all die Jahre schon ambitionierter in Erneuerbare investiert, dann hätten wir jetzt auch nicht diese Abhängigkeit von russischem Gas. Der Politik wurde ja jetzt schon häufiger, auch von vielen jungen Leuten vorgeworfen, dass sie zu wenig gegen den Klimawandel macht und einfach auch viel zu langsam agiert. Was hätten Sie denn dazu, zu diesem Vorwurf zu sagen? Ich finde, das ist wirklich ein politisches Versagen der Generation, die jetzt bald sozusagen, die jetzt gerade in Rente geht und so davor und danach, dass sie das halt nicht erkannt haben als Thema,
dass sie nicht die Dramatik der Lage erkannt und dann auch wirklich in politisches Handeln überführt haben, weil es einfach noch zu weit weg war von denen und sie nicht dran gedacht haben, was bedeutet das für ihre Kinder oder in dem Fall vielleicht sogar Enkel und welche Welt hinterlassen wir denen. Und jetzt ist natürlich sozusagen Schadensbegrenzung nur noch möglich und das ist wirklich dramatisch. Vielen Dank.